hier durch? Ja. Ah, hier können wir wieder eine Dingens anmachen. Ich weiß nicht, ob das Checkpoints sind oder... Weil die Checkpoints ja eigentlich so verteilt werden, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Okay, kann ich hier... Okay, Klopapier hat er auf jeden Fall genug. Ich halte es für keine gute Idee, aber ich gehe mal davon aus... Ich muss die Tür zumachen, war ja klar. So, dann können wir die doch bestimmt hier vorziehen. Und alle ab. Oh. Das Ding hat auch noch einen Zeitzünder. Moment, lassen wir den mal auslaufen. Ich will nämlich was wissen. Vor allem, der hält sich ziemlich lange. Können wir hier noch irgendwas machen? Nö. Also hier ist irgendwas vollgestopft mit Klopapier. Das sieht aus, als wenn das hier so... Ja, auf gut Deutsch Scheißhäuser, als wären das hier Toiletten. So vier nebeneinander mit Trittstufe. Naja. Bin ich ja mal gespannt. So, und hier schnell rüber. Schnell durch die Gitter. So, ganz schön dunkel hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich hoffe es. Okay, hallo. Okay, ich höre einen Zug. Nee, ich wollte, kann ich hier? Und wenn ja, wofür? Ha. Weiß nicht, warum ich hier nochmal zurück kann. Wir können auch so Dinge... Ich wollte gerade sagen, das war nämlich auch in der Demo eine sehr, sehr interessante Sache. Man konnte Dinge umfallen lassen, also die geben ja dann ein Geräusch. Und das konnte man gegen die Gegner nutzen. Okay, wir haben hier eine Wippe. Yay. Und lass mich raten, wenn wir schnell genug sind, können wir hier bestimmt drauf, wollte ich gerade sagen, ja. Okay. Was ist das denn? Hallo? Okay, das sieht ziemlich strange nach einer Puppe aus. Schaukel. Warum liegen hier über diese Kippen rum, ey? Oh. Wie süß, ein Zug. Aber dafür ist es ganz schön dunkel hier drin, wenn ich ehrlich bin. Kann ich hier hochklettern? Nein. Kann ich vielleicht da hoch? Und dann da hoch? Okay, sie balanciert. Ja, nee. Die Idee war gut, aber die Arme waren zu kurz. Wie süß ihr dem Zug hinterher guckt. Ich fände es mega lustig, wenn wir das jetzt noch zum Drehen kriegen könnten. Okay. Hier ist auch wieder unter Strom gesetzt. Das heißt, es muss wieder irgendeinen Weg geben, das zu unterbinden. Ach, natürlich gibt es einen Weg. Vorne der Schalter. Ach Gott. Da muss ich mir aber beeilen. Warum rollt der Ball da die ganze Zeit durch die Gegend? Der irritiert mich. Ach, und das... Ja, klar. Deswegen gibt es auch die Wippe mit dem Weg zurück, damit man auch den, den Dingens kriegt. Damit man auch überall durchkommt. Okay, jetzt macht's Sinn. Ich dachte mir so, hä, was ist das für ein, was ist denn das für ein Design? Warum sollte man sowas wollen? Ja. Naja, nicht ganz weit genug. Hallo? Ich wollte gerade sagen, bitte einmal ganz aus. Halte X, um zu rennen. Danke für den Tipp, ist mir aber schon bekannt. Wobei, ich kann mir vorstellen... Ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, ihr seht, das ist gerade stockdunkel auch hier auf dem Bildschirm. Man sieht wirklich nur ihren Umriss.
So, aber wir sind durch. Gucken wir, also hier kann ich nichts ziehen und auch nichts schieben. Wie sieht's hier aus? Auch nicht. Nö, auch nicht. Hier ist erleuchtet, aber ich glaube, die sind alle zu. Hier gibt's nichts. Ich laufe mal ein bisschen. Okay. Was ist das für ein Ort? Oha. Wieso habe ich das Gefühl, wir sollten nicht in das Auge laufen? Und was sind das für Kinder da? Sind die zu Stein geworden wegen dem Auge? Okay, ich renne mal hier ganz schnell weg. Was ist mit diesen Kindern passiert? Hier können wir wieder ein Licht anzünden. Keine Ahnung, was das bringt. Ja, doch, er speichert dann. Ich denke mal, das ist so ein Zwischenspeicherding. Und hier sieht man es ja schon. Wir müssen klettern. Aber da unten ist auch irgendwas. Deswegen möchte ich gerne nochmal runter kurz. Ich hoffe, das geht so mal eben. Na, ich habe dich schon gesehen, Kleiner. Ah, ich glaube, wir haben wieder so einen Nebenraum gefunden. Warte, komm, wir spenden dir mal eine Runde Licht. Okay. Ja, doch, die folgen uns. Aber was sind das für Viecher? Sie machen alles, was wir machen. Okay. Auch hier wieder komische Akten und Kippenstummel. Können wir die mitnehmen vielleicht? Nee, oder? Oh! Entschuldigung. Warum können wir die durch die Gegend werfen? Ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Doch. Okay. Also ich habe das Prinzip noch nicht ganz verstanden. Also wenn wir die in den Arm nehmen, wird was gespeichert. Auf jeden Fall. Aber warum? Werden die noch irgendwie unsere Freunde und helfen uns dann? Oder Fragen über Fragen? So, wir können jetzt direkt hier weiter, aber mich interessiert natürlich, was jetzt hier los ist. Und was hat es mit diesem Auge auf sich? Hier ist noch was offen. Und wieder diese Figur. Diese gesichtslose Figur. Okay. Das Auge, ganz viele schmutzige Kinderhände. Das komische Matschezeugs. Ich wollte gerade sagen, wenn hier schon Fußabdrücke drauf sind, kann ich vielleicht welche provozieren? Wenn ich hier durchlaufe? Okay, scheint nicht angenehm an den Füßen zu sein. Nö. Ha. Okay. Vielleicht. So. Und dann schön hier drauf. Nee, macht nichts. Und löst nichts aus. Aber dieses Auge scheint ja irgendwie schon aufgefallen zu sein. Eigentlich, ganz ehrlich, würde ich es gerne mal provozieren und einmal in den Strahl vom Auge rennen und gucken, was passiert. Aber, naja. Wir müssen es ja nicht ausprobieren. Okay. Ich habe mir schon gedacht, das ist... Ach, du Heilige. Was ist er denn? Okay, hier schlafen Kinder.
Heilige. Oh oh. Ich versuche ihn mal ganz still und heimlich hier. Okay, hier komme ich nicht rum. Vielleicht jetzt mal eben schnell. Okay. Sind wir in einem Waisenheim vielleicht? Kinder wälzen sich von links nach rechts. Das ist ein Nachttopf noch. Okay, ich gehe mal einfach weiter. Gucken, was passiert. Ah, warte. An Gittern kann man ja hochklettern. Okay, aber dieses Vieh sah echt gruselig aus. Den langen Arm und so. Wow. Autsch. Ja, okay. Es wird schon mehreren passiert, so wie es da aussieht. Wir versuchen es nochmal. Aber diesmal mit mehr Schmackes. Kawabanga! Jawohl. Das klappt. Okay. Wobei, ist ja nicht so dunkel, wollte ich gerade sagen. Warum habe ich das Gefühl, dass wir da einschützen, wenn wir da drüber laufen? Okay, doch nicht. Hat sich meine Intuition doch ein bisschen getäuscht. Drop the base. Eine Ratte. Oder eine Maus. Okay. Hunger oder Magenprobleme? Wahrscheinlich. Okay, da können wir nichts sehen. Sie atmet auch ganz schwer. Ich glaube, sie hat Hunger. Oh, jetzt habe ich sogar den Herzschlag. Ist der vielleicht lieb zu uns? Und schmeißt uns was zu essen? Oder sie? Hey, danke schön. Können wir das nehmen? Yo! Warum flackern die Lichter? Dankeschön. Können wir denn... Nö. 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 Können wir zu ihm gehen? Ich schätze mal, das ist ein Nein. Hier kann ich nichts machen. Da hängt ein Strick, ist auch sehr sympathisch. Was ist denn das für eine Welt? Mal ganz ehrlich. Okay. Gott. Das kann lustig werden. Ich bin übrigens mal gespannt, ob die Szene von der Gamescom mit drin ist in dem Spiel. Das fände ich nämlich auch mal interessant. Ach so, hier? Ah, und lass mich raten, was jetzt kommt. Na klar. Jetzt komme ich mir so ein bisschen vor wie bei Lara Croft. So, ach, ein Licht. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Six, wärst du so lieb? Danke. Ich gehe mal nicht aus, dass ich hier was aufmachen kann, eher, dass ich da rüber springen muss. Hm. Na dann. Oh Gott. Boah. Mir ist gerade das Herz in die Hose gerutscht. Ja, und nun? Hm.
Also rein optisch würde ich jetzt sagen, ich muss da geradeaus zur richtigen Zeit, weil das schwingt ja so hin und her. So quasi jetzt. Wow. Okay, das klappt. Dann können wir hier hoch und wir können da ran springen. Ah, ich glaube, ich sehe es. Es ist ja so eine halbe Treppenformation, also kommen wir da bestimmt rüber. Jawohl. Aber ich muss... Uah! Falsche Richtung. Scheiße. Oh Gott, so weit? Okay. Dann, Kleine, gib mal Gas. Mal so aus Interesse. Ne, kann ich nicht schieben. Ich hätte jetzt so gedacht, man kann den Eimer so drunter schieben, dass man das Ventil da ausmachen kann, aber ne. Wäre jetzt auch zu viel gewollt. Ah, ist das nicht mal ärgerlich, wenn man gesehen hat, wo es lang geht und es dann nicht hinkriegt? Aber hey, kriegen wir schon hin. So, hier hoch, da brennt noch unsere Kerze. Also es ist kein Zwischenspeicher. Vielleicht haben die Kerzen ja irgendeine andere Aussagekraft. Kriege ich ein bisschen mehr Anlauf wenigstens? Na, egal. Alle up. So. Ich wollte gerade sagen, ich muss in diese Kante da. Nee. Au! Das klang unschön. Also entweder bin ich voll auf dem Holzweg. Oder ich habe gerade einfach Pech. Weil man sieht doch, dass da so eine... wie eine Treppe quasi ist. Nach oben ins dunkle, schwarze Nichts. Wo ja irgendwo der Strom sein müsste. Alle ab. So, er fällt ab, das kennen wir schon. So, dann hier hoch. Da brennt das Licht. Uah. So, und wenn ich jetzt hier... Uah, zu weit. Also dieses blöde Ding aber auch immer hin und her schwingt, ey. Ja, ich hab's vermasselt, ich hab's gemerkt. Und nochmal hinsprinten, weil es uns Spaß macht. Way. Ja, das ist halt ein bisschen blöd, dass der Save Point da vorne ist, aber. Naja. Dafür ist die Atmosphäre richtig nice hier. Boah. Ich glaube, ich sollte mir einfach die Ruhe antun. Ich werde schon wieder zu hektisch. Alle hopp. Bautz. Ich fand's auch gerade süß, dass ihr Magen geknurrt hat. Und der Kleine uns dann was durchgeschmissen hat. Frage ist natürlich nur, warum. Jawohl. Oder muss ich doch weiter rüber? Also nach links auf keinen Fall. Nach oben ist auf jeden Fall diese Treppenformation. Ich denke mal, wenn der ganz nach links schwingt, dann kann ich hier vorne hin, da wo diese beiden sind. So, jetzt nehme ich. Ah, falscher Knopf. Ja, so in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Uah. Das scheint es irgendwie nicht zu sein.
Kann ich denn an dem Käfig irgendwie rütteln oder so? Dass der da mehr hinschwingt? Ich versuche irgendwie nur so einfach rätselhaft und physikalisch zu denken. Nein, offensichtlich nicht. Kommen wir hier rum? Nein, auch nicht. Also muss es irgendwo da sein. Aber die einzige... Ja, aber da muss es doch sein.